der Mavi. Falls ihr euch wundert, warum ich hier in so einem Chaos mit Süßigkeiten sitze, kommt euch das nicht irgendwoher bekannt vor. Ich habe nämlich ein richtig cooles Video. Das habe ich so bei amerikanischen oder englischen YouTubern gesehen. Und das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Nämlich kopieren die eine Woche von irgendeinem YouTuber oder Instagramer oder so die Instagram-Posts. Und das wollte ich jetzt mal mit Babys Beauty Palace Instagram-Seite machen. Und das wird bestimmt richtig lustig, weil ich weiß nicht, ob ich das genauso hinbekommen werde wie Babys Fotos. Und ihr müsst unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn da gibt es noch etwas Cooles. Also eine coole Ankündigung, wo ihr sogar auch mitmachen könnt. Und wenn euch mein Video gefällt, würde ich mich natürlich auch über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne meinen Kanal. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Video. So, als erstes Bild habe ich mir das hier ausgesucht. Ich stehe ja auch so auf Fake-Brillen. Und ich glaube, das ist eine Fake-Brille, weiß ich nicht. Ich bin die Pelz noch nicht mit einer Brille gesehen. Und hier diese Joker-Kette. Ich muss mal gucken, ob ich auch so eine ähnliche finde. Ich glaube, ich habe gar keine. So eine. Und auf erstes muss ich mir natürlich erstmal dieses Schild basteln, dieses IU. Und dann muss ich mal gucken, ob ich mir von Max noch eins weißes T-Shirt. Das wäre ein bisschen lang dann halt, bis da so geht, ob ich die benutzen kann. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie ehrlich ich das hinkriege. So, das Bild ist eigentlich gut geworden. Jetzt muss ich mal gucken wegen den Brillen. Ich habe jetzt die hier, die drei. Hier ist auch noch einer. Ich glaube, die passt am besten. Ich habe jetzt erstmal die Couch mit so einem beigen weißen Tuch abgedeckt. Und damit das so ein bisschen wie auf dem Bild aussieht. Und jetzt habe ich hier wieder so zwei Teppiche hingelegt, weil die Biggie ist ja hier. Auch so ein Fellteppich, glaube ich. Und bin jetzt mal gespannt, ob das irgendwie ein bisschen so ähnlich aussehen wird. Bibi hat da jetzt noch so eine Vase. Ich habe mir direkt auch mal eine geholt. Nein. Ich kann mich jetzt einfach in den Gedanken platzieren. So ungefähr. Nee, das ist auch schöner. Ja. Ach, die Umbrille. Okay, wie findet ihr es? Babys ist da besser. Ich habe das mit dem Mund einfach nicht hingekriegt. Aber ich würde mir 8 von 10 Punkten geben. So, als nächstes habe ich mir das Bild hier ausgesucht, weil man da richtig schön viele Süßigkeiten, die man danach auch essen kann, für braucht. Und ich habe mir jetzt hier schon so ein Filler wie Ready, Kinderriegel, Chips und sowas alles hingelegt. Ich muss jetzt mal gucken, wie genau. Und Weintrauben. Erdbeeren muss ich auch noch holen. So, ich habe jetzt erstmal einen Pullover von meinem Bruder geliehen. Und habe ich, wie die Bibi das eigentlich immer macht. Mit ihren ganzen Sachen hat sie ja extra dafür gekauft. Diese ganzen Sachen oder so ein total interessiert, wie sie das gemacht hat. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das überhaupt nachstelle, dieses Bild. Mein Papa kann mir jetzt vielleicht mal die Rosen hier so reingeben, aber ich weiß, das sind gar keine Rosen. Ja, habe ich jetzt gar nicht so richtig, weil wir haben keine roten Rosen gefunden. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wie lang auf dem Bild einfach. Oh, ich sehe mal, wie da mal so geräuscht. Egal, lass es einfach da liegen. Muss ich so einfach so drunter gucken und irgendwie einfach so ein Foto machen. Ah, ich mag das Bild voll, aber leider ist die Chips-Tüte aus dem Bild gerutscht. Aber egal. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt. Es war ja noch relativ einfach. Und jetzt gucke ich mal, welches Bild ich als nächstes nehmen werde. So, für das nächste Bild, hier, ja, das finde ich richtig cool mit den Haaren, brauche ich jetzt erstmal so einen zerschnittenen Pullover, weil es sowieso schwarz-weiß ist. Ist es egal, welche Farbe der eigentlich hat, dass er jetzt so ein bisschen grünlich ist. Und meine Mama hat mir jetzt mal einen alten gegeben, den ich auch zerschnibbeln kann. Jetzt muss ich hier erstmal so Schlitze reinschneiden. So, jetzt brauche ich wieder das große Tuch. Das muss ich jetzt erstmal in die Sachen aufessen. Nein, kommen natürlich nicht alle in meinen Mund. Normales
sie sein ganzes Wohnzimmer aber und dann aus tut man nicht alles da ein gutes Foto. So Leute, ich habe keinen Plan, wie ich jetzt aussehe, aber ich bin schon ganz gespannt auf das Foto. Und jetzt möchte ich noch eben gucken, wie ich meine Hände hinlegen muss und wie ich gucken muss. Und dann wird es bestimmt richtig cool. Boah, jetzt kann ich auch nicht mehr liegen, aber ich glaube, das Bild ist jetzt ganz gut geworden. Ich schaffe meine Haare, Leute. Ich habe es auch schon gesehen. Das war cool. Okay, die Farbe des Pullis war doch nicht egal. Ich hätte lieber einen weißen nehmen müssen, aber ich finde das Bild trotzdem total cool. So, als nächstes habe ich mir das Bild hier ausgesucht. Ich habe jetzt hier auch schon so eine Kunstblume und den Blumenstrauß wieder. Die sehen jetzt nicht so gleich aus wie diese Blumen oder die, aber das passt schon. Also soll ja nur so ganz ähnlich, so ein bisschen ähnlich sein. Also möglichst ähnlich. Und hier mache ich mir noch die Augenbrauen ein bisschen dunkler, damit das auch so aussieht. Leute, ich glaube nicht, dass es jetzt eine gute Idee war. Sieht aus wie so ein Mann. Nein, scheiße. So, ich mal eben gucken, wie die das denn gemacht hat. Das finde ich ist mega geworden. Die Augen haben wir natürlich auch noch blauer gemacht. Ich glaube, das ist mein Lieblingsbild. So, mein Papa muss jetzt die ganze Zeit die Blumen halten, weil die auf dem Tisch jetzt nicht so gut aussahen und nicht in der richtigen Position standen. War halt schwer mit der Blume und immer die so gucken und ich muss mich irgendwie immer anders hinsetzen, damit die Blumen passten. Weil der ist ja auch so gedreht und ja, hat aber eigentlich am Ende ganz gut geklappt. Als nächstes habe ich mir das Bild ausgesucht hier. Das brauche ich jetzt meinem Bruder gleich und da muss ich jetzt mit so einem roten Einkaufswagen, die haben wir hier leider nicht, aber dann nehme ich einfach einen normalen und ich habe nicht so einen lachsfarbenen Top, da habe ich gedacht, nehme ich einfach mal einen lachsfarbenen Top dazu. Und den Rock habe ich auch nicht, aber ich habe hier einfach so ein altes Kleid von mir genommen und das da oben abgeschnitten. Dann habe ich jetzt hier so einen grauen Rock, das habe ich jetzt umfunktioniert, so rum. Und ja, für das eine Bild wird das ja wohl gehen. So Leute, wir sind jetzt hier beim Rewe-Parkplatz. Wir haben jetzt leider keinen Einkaufswagen gefunden mit roten Gittern. Hier bei Rewe gibt es den nämlich nicht und auch keinen Supermarkt oder irgendeinen Laden. Deshalb nehmen wir jetzt einfach den normalen. Und obwohl Sonntag ist, sind hier voll viele Leute auf dem Parkplatz. Das ist so peinlich. Ich muss jetzt meinen Rock anziehen und mein Turnschuh dazu. Es ist bestimmt kalt. Ich kann zwar im Weste und Pulli rumlaufen. Aber es ist wirklich nicht so, dass ich jetzt mir freiwillig so einen Rock anziehen werde. Aber weiß ich nicht, alles, wie ich tue, Leute. Oh, da steht schon der Einkaufswagen. Jetzt geht's los. Papa wollte mal vormachen, wie es geht. Ach schade, dass wir keine roten Einkaufswagen hatten. Aber das Bild hat am meisten Spaß gemacht. Mein Bruder muss mal lernen, die Zunge rauszustrecken. Was ist das so? Die haben das Sicht. Also, wir müssen jetzt abbauen, weil da kamen Leute. Das war ziemlich peinlich. Wir hatten es dann auf dem Kasten. Ne? Ja. So, das war's jetzt mit dem Video und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie ich. Und jetzt habe ich noch eine coole Mitmachinformation für euch. Nämlich könnt ihr auf Instagram mal ein paar Fotos von euch posten, die ich dann nachstellen soll. Darunter müsst ihr einfach nur den Hashtag MarbieMagic machen. Und wenn ihr Glück habt, zeige ich das Foto im nächsten Video und stelle das dann mal nach. Da hätte ich mal richtig Lust drauf, denn wahrscheinlich macht ihr so ganz verrückte Posen oder lustige Sachen. Und ja, macht da unbedingt mal mit. Und jetzt habe ich noch eine Information für euch. Nämlich habe ich jetzt meine eigene Website. Die blende ich euch mal hier unten ein. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Müsst ihr unbedingt machen. Denn da findet ihr noch ein paar Background-Informationen zu den Videos. Noch ein paar Fotos und immer das neueste, aktuellste zu den Videos und sowas alles. Also schaut unbedingt mal vorbei. Und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und wer es noch nicht getan hat, abonniert auch gerne meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute!